Aber die Jahreszahl stimmt mit dem Film nicht überein. Die Jahreszahl stimmt mit dem Film jetzt nicht überein. Wir schreiben nämlich zurzeit das Jahr 1982, also genau 10 Jahre später. Wir befinden uns jetzt momentan auf dem Feldweg parallel zur Thüringer Straße und fahren in Richtung Bühleiche. Linker Hand ist jetzt das Haus vom Josef Günther, Fahrradhändler AD. Vor uns zwischen den Nadelhölzer links das wild gewachsene Gerät, das ist die Bühleiche. Brutale Makelei. Ja. Hier Uran 12, wir übernehmen. Fahrt los, Karl. Schneller als die Polizei erlaubt. Im Hintergrund sieht man rechts den Aussichtsturm und links noch die Kirche und dann sieht man die Schwäbische Alb. Da vorne links wohnt die schandhafte Elke Wagner. Da werden wir alljährig zum Schwimmen von uns gehen. Deutschen bei seiner Lieblingsbeschäftigung beim Autoputzen. War schon los, immer vorher schon gefahren. Ja. Jetzt machen wir uns auf den Weg zu einer der beliebtesten Rennstrecken der Welt. Nämlich zur sogenannten Südhang-Rallye. Südwesthang? Ja gut, das ist halt Südwesthang. Vor uns das Blochinger Dreieck. Baudenkmals und dergleichen. Immerhin ist den Architekten und Verkehrsplanern damit gelungen, den berühmt-berüchtigten Stau am genannten Dreieck zu beseitigen. Dadurch ist jetzt die Unfallstatistik auf der Brücke gestiegen. Zwangsläufig, weil vorher war keine Brücke da. Links die Lohinger Stadtkirche, St. Blasius. Vorne rechts das rote Backsteingebäude Otto Garne. Das Gewässer hinten sind die Wernauer Baggerseen. Der Neger steht nicht drauf, ne, der ist nicht dabei. Vorne links der Neckar, wenn der noch drauf ist. Okay. Ja. Und Wernau. Wir fahren nachher mal im Pusterberg auf. Ja. Mal einen guten Überblick. Rechts das Waldgebiet der Blachinger Kopf. Mit Blick nach Köngen. Sieht man jetzt nichts mehr. Nee. Das ist zu diesig.
wahrscheinlich. Du musst rechts, aber Tommy seinen Crash baut. Mit der Kreuzung da. Was hier? Ja. Hier ging es immer nach dem Motto, gebt Gas und lasst euch nicht erwischen. Ich kann sein. Nee. Leider sind wir ein paar Wochen zu früh dran. Jetzt könnten wir die sagenhafte Kirsch- und Apfelbaumblüte sehen. Kommt gleich nach der Blüte der Tulpen in Amsterdam. Beliebtes Gebiet zum Spazieren gehen und entspannen. Früher wurde hier Wein angebaut, soviel ich weiß. Weiter hinten am Hermannsberg. Ein Stück weiter hinten haben wir dann einen herrlichen Ausblick auf das Industriegebiet. Und die Bahnanlagen sowie den Hafen Loching haben. Zur Nachtzeit beliebtes Gebiet für Pärchen. Dass diese Nacht endlich vorüber ist. 15.40 Uhr, 10 Minuten nach 3:30 Radio. Sieht man auch noch besser weiter unten. Besser, ja.